Was tust du, kleine Meile? Du stehst ja von der hohen Dorfleihe. Du bist ja wohl nicht ganz echt, hä? Du kommst in the middle of the night an, hä? Dann kommst out of the way, ja? Was denkst du, wer du bist? Ah, komm mal rein, du. Ja, ich will dich ja nicht aus. Na, kleine Meile, was von Jerry? Ah, komm ins Heide. Du kommst hier an, in mein Home of no return from the insects of my lifetime. Ah, ich seh's dir an, du bist der Taste von Jerry Bienners, ne? Ja, nimm mal einen Darm-Taste, der dich bestimmt verarscht. So ist es. Ah, nimm mal was zu eat out in der kleinen Weile. Ich erzähl mal, sorry, I'll show you the insects of Jerry. Der will dich verarschen. Du kleiner Schlamm. Der will dich verarschen. Er hat dich total attacken, der Kleine. Ich kenne ihn, er hat dich immer schon verarscht. Der kleine Jerry ist ein Sticker. Was willst du, hä? Sie war bei mir, alles war silent, hä? Sie war beim Jerry B. Anderson-Konzert, deshalb kann ich ja nichts für, wenn die Weiber in Jerry verknallt sind. Ah, Charlie Dean, ah, deine Enkelin war bei mir, ja? Ah, komm rein. Charlie Dean Watson, was will der denn hier? Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe. Ah, Charlie Dean, ich muss dir was erzählen. Sie war bei mir, sie wollten Bimms. Kann nicht sein. Sie ist völlig crazy wegen Jerry B. Anderson. Die Damenwelt ist verrückt nach diesem Sticker. Sie drehen alle durch beim kleinen Jerson. Wir müssen es akzeptieren. Ich habe gehört, du hast Pornofilme in deinem Home und deinem Sohn, der wächst nur die ganze Zeit. Das ist das Last, du Sticker. Das kann nicht sein, wenn meine Tochter da auf die Porn... Die kleine Schlampe. Was bitte? Du bist ja nicht ganz sicher, dass du hier talkst, ne? Sie ist so eine kleine Nutte. Sie wollen ein paar Movies sehen. Ich habe gesagt, ich schmeiß sie gleich wieder raus, du kleine Schlampe. Habe ich gemacht. Ich habe sie outside gedingst. Du bist ja so ein kleiner Professor, oder? Du, aber ich denkst, du bist ein geiler Typ. Was willst du von mir?